Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Ich freue mich erstmal, dass wir diesen Antrag, nachdem wir im letzten Jahr auch ja einen zur GRW mal gestellt hatten, den wir nicht öffentlich debattieren konnten, jedenfalls nicht hier im Plenum, heute die Gelegenheit dazu haben, uns zu diesem wichtigen Thema auszutauschen und möglicherweise, obwohl Herr Tressel ja ein bisschen so konträr die Punkte angerissen hat, möglicherweise auch einstimmig heute diesen Antrag der Regierungskoalition verabschieden. Regionale Wirtschaftsförderung ist, wie auch das EAP-Vermögen bzw. die KfW, regelmäßig Thema bei uns im Unterausschuss. Ich darf auch ganz herzlich Danke sagen bei Ihnen, Frau Staatssekretärin, aber auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, weil wir in diesem Ausschuss, denke ich, sehr gut zusammenarbeiten und auch diese Themen, die wir hier diskutieren, vorbereiten können. Einmal der Weg der Neuausrichtung der GRW, andererseits auch, und es ist ja eine ganz spannende Zeit im Moment, im Hinblick auf EAP-Vermögen, KfW, Bereich Wagniskapital und auch Risikobeteiligungen. Also es ist spannend, es bleibt spannend und ich bin froh, dass wir diese wichtigen Aufgaben begleiten können. Regionale Wirtschaftspolitik, tja, das ist allein in der Mitberatung, wenn man sich das mal anschaut, ein ganz umfangreicher, facettenreiches Thema. Es betrifft die Bereiche der Finanzen, Kommunen, Angelegenheiten der Europäischen Union, Verkehr, Digitales, Haushalt, Umwelt, Ernährung, Landwirtschaft, all das, was auch bei den Kollegen angeschnitten worden ist. Es ist ein integrierter Ansatz bisher und wir müssen ihn letztendlich noch stärken, wenn wir in diese regionale Wirtschaftsförderung reingehen. In unserem Koalitionsantrag geht es um den Weg, den wir einschlagen wollen. Oberstes Ziel der GRW ist es, Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, die bestehen, nicht mehr, und das wissen wir längst, nach Bundesländern, nach Ost und oder West zu unterteilen, sondern wir suchen den Weg, diese gleichwertigen Lebensverhältnisse in der heutigen Situation zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt muss dabei natürlich immer im Fokus bleiben, nämlich Arbeitsplätze zu schaffen oder neue anzusiedeln. Diesbezüglich ist übrigens die Wirksamkeit der Unternehmensförderung, die über GRW bereits geleistet worden ist, in Zahlen belegbar. In der Regel sind es 3,3%, die an Arbeitsplatzzuwachs nach Förderung vorhanden sind. Gleichzeitig wird mit unserem Antrag aber auch klar, dass es im Zuge sich wandelnder Strukturen darum geht, dieses Ziel auch in Zukunft zu erreichen. Und das geht natürlich nur, wenn wir Antworten auf die sich verändernden Rahmenbedingungen finden und rechtzeitig vor einer neuen Förderperiode die richtigen Impulse setzen. Insofern kann ich natürlich Herrn Tressels Argumentation nur zustimmen. Ich betone, wir brauchen hier unbedingt zeitgemäße Lösungen, angepasste Parameter zur Identifizierung von möglichen Förderregionen. Mit Blick zum Beispiel auf stark unterschiedliche durchschnittliche Arbeitslosenquoten. Frau Poschmann hat ein Beispiel aus ihrem Wahlkreis genannt. Und die Arbeitslosenquote ist ein stark gewichteter Faktor im Moment. Dies kombiniert zum Beispiel mit der Lebenssituation im ländlichen Raum, in dem auch ich zu Hause bin, wird sehr schnell deutlich, dass wir zusätzliche Kennziffern oder auch möglicherweise andere Gewichtungen oder gar beides in Kombination in Zukunft benötigen werden. Ich sehe mit Sorge, dass gerade Kommunen im ländlichen Raum wegen Abwanderung schrumpfen, sich teilweise mit Leerstand von Gebäuden, Ladenlokalen oder auch mit dem Abbau von Infrastrukturen, ich will als Stichwort nur die Hausarztversorgung nennen, auseinandersetzen müssen. Und dieser Prozess, meine Damen und Herren, ist in einigen Regionen bereits in vollem Gange und den müssen wir stoppen. Wir brauchen also dazu ein deutlich verbessertes Fördersystem, wobei die GRW kann das alleine natürlich nicht leisten. Das ist, glaube ich, unbestritten. Das heißt, wir brauchen erstmal die Gelder der Wirtschaftsförderung angepasst auf diese neuen Herausforderungen, damit sie letztendlich vor Ort ankommen und auch zielgenau dort helfen können. Zweitens, ein besonderes Augenmerk muss es auf dem verbesserten Mittelabfluss in den Ländern geben. Auch dieser Punkt ist bereits angesprochen.
angesprochen worden. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass alle Bundesländer auch rechtzeitig sozusagen in die Gänge kommen, damit auch die Gelder dann abgefördert werden können und nicht wie jetzt in der jetzigen Förderperiode verspätet starten. Drittens, und ich werde nicht müde, dieses Thema anzusprechen, geht es auch um eine einfache und unbürokratische Antragstellung. Die Geschäftsführer meiner drei Wirtschaftsfördergesellschaften, die seit Jahren die GAW-Mittel begleiten, stöhnen jedes Jahr, wie ich finde, berechtigterweise, weil ich habe mir die Anträge auch mal angeschaut, ob der Kompliziertheit und auch der Anzahl der Formulare. Die Höhe der Kofinanzierung und auch die Koordination, das sind ja beides Länderaufgaben, stehen ebenso in der Kritik. Und hier gibt es sicherlich im Sinne der kleineren und mittleren Unternehmen noch viel zu verbessern. Aus meiner Sicht sind da die Wirtschaftsfördergesellschaften oder vielleicht auch andere zentrale Ansprechpartner nach sogenannten oder die sogenannten Single Points of Contact, die auch ja in unserem Antrag Eingang gefunden haben, eine wichtige Unterstützung. Sie können Anfragen bestens bündeln und auch Informationsunterschiede, die zwischen den Kommunen, Landkreisen oder größeren Einheiten bestehen, verringern und damit das Förderspektrum bedürfnisgerecht und unbürokratisch auf die kleinen und mittleren Unternehmen anpassen. Zusammenfassend möchte ich sagen, Dreh- und Angelpunkt bleibt natürlich nach wie vor, und das macht der Antrag wirklich sehr deutlich, das klare Bekenntnis zur Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftspolitik. Sie ist das zentrale Instrument seit 1969. Von 1995 bis 2014 wurden alleine Fördermittel von fast 41 Milliarden Euro hier bewilligt. Und aus meiner Sicht ist die GAW schlicht und ergreifend das einzige wirtschaftspolitische Instrument, mit dem Bund und Länder gemeinsam den Abbau der regionalen Disparitäten gezielt fördern können. Und deshalb sollte dieser strategische Ansatz der GAW auch in einer neuen Förderperiode ausdrücklich beibehalten werden. Meine Damen und Herren, die Disparitäten, wir haben eben schon darüber gesprochen, sind natürlich nach wie vor sichtbar oder entwickeln sich auch neu. Und deshalb war es auch ein wichtiger Schritt in der Vergangenheit, dass wir die Verteilung der ungefähr 600 Millionen Euro, die uns als Fördergelder zur Verfügung stehen, seit 3 Jahren eigentlich in diese regionale Strukturförderung ganz konkret stecken bzw. uns an ihr orientieren. Auch in meinem Flächenwahlkreis, ich habe eine Nord-Süd Ausdehnung von fast 200 Kilometer, weiß ich, dass die GAW-Förderung ganz klar ein Schlüsselinstrument zum Abbau eben dieser Unterschiede sind und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ganz wichtig ist. Deshalb gilt es natürlich in der Weiterentwicklung der GAW, direkte Investitionen, eine wirtschaftsnahe Infrastruktur und auch Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere bezogen nicht nur auf die neuen Arbeitsplätze, sondern auch auf die Stabilisierung bereits bestehender Arbeitsplätze zu halten. Und das heißt natürlich auch, dass wir noch mehr Raum für Innovationen, noch mehr Mittelstandsförderungen gezielt angehen müssen. Und gerade im ländlichen Raum ist natürlich dabei im Zusammenhang mit GAW das auch eine aktive Demografiepolitik, so will ich es mal nennen. Prognosen gehen davon aus, wir wissen es alle, dass ab 2020 unsere Bevölkerung noch mehr schrumpft. Und deshalb ist natürlich neben dem Thema Arbeitsplatzbeschaffung auch der Erhalt und das wichtige Thema zum Beispiel der Digitalisierung in den Vordergrund zu stellen bei weiteren Fördermaßnahmen. Ich komme zum Schluss. Es geht insgesamt darum, übergeordnete gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen, wichtige Wachstumsimpulse zu setzen. Und an den genannten Beispielen wird klar, regionale Disparitäten führen nicht nur wirtschaftspolitisch zu Ungleichgewichten, sondern stehen einer gesellschaftlichen Stabilität entgegen. Und deshalb gilt dies aus Sicht der Union, das zu verhindern. Wir haben ein Instrument in den Händen, und wir werden unseren Beitrag bei der Weiterentwicklung dieser GAW in den kommenden Jahren leisten. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Zum Abschluss dieser Antragsberatung hat der Kollege Bernhard Daldrup für die SPD das Wort.